felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it. Or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit, bitter and angry all the time just... eats away at you. Herzlich willkommen zu einem Let's Play namens Cry of Fear. Einige werden es von euch kennen. Und es ist ein Wunsch eines Abonnenten, dass ich dieses Let's Play mal anfange, beziehungsweise auch durchziehen soll. Tja, ich halte jetzt erstmal weiterhin die Klappe. Ich wollte uns erstmal kurz begrüßen. Ich sage nicht mehr dazu. Wir warten erstmal das Intro ab. Ja, und nochmal herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, einem Horror-Let's Play namens Cry of Fear. Wir sind hier gerade, ich sage mal, überfahren worden und waren in so einer Art Gummizelle, wo ich stand, wach auf, nimm die Kamera. Ich erwähne mal kurz vom Spiel heraus,
Es ist ein klein, es ist vom Half-Life. Sollte es eigentlich ein Mod sein oder war es einer? Ich weiß es jetzt nicht genau. Und ja, diese Kulisse spielt alles in Stockholm. Und ja, es ist eigentlich ein, ich finde, eines der besten Horror-Games, die es gibt. Also, ich habe es nur kurzzeitig mal angezockt gehabt und ich hatte schon das Showdown gehabt. Und ja, wie gesagt, also ihr wisst ja schon mittlerweile, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Stress gehabt. Das war auch damals zu dem Fall gewesen, dass ich es kurz angezockt habe und ja, ziemlich viel Stress hatte. Das sollte sich jetzt geändert haben. Also, wir sind jetzt hier in so einem kleinen Raum. Wir haben die Kamera schon. Die Kamera. So macht man Bilder. Aha. Okay, gut, laufen geht auch. Kamera ein bisschen schneller, genau. So. Ah. Gut, also, wir müssen die X fotografieren, damit wir weiterkommen. I hate you. Ich hasse dich. Was war da? Ich hab nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Das Herz pocht. Tja. Das Herz pocht immer mehr. Da war eine Leiche. Ja. Vielleicht sind wir da nicht zu nah dran. Ich weiß es nicht. Das Herz geht immer schneller. Hier ist eine Kreuz. Nichts. Kann man ducken? Kann man ducken. Ja, kommt's rein. Sehr gut. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Wieder. Eine Tür. Wer war das an dem Fenster? Das konnte ich gerade nicht lesen. Schade. Es macht mir, bei mir geht mir jetzt gerade schon ein bisschen die Pumpe, weil ich bin eigentlich nicht so der Horror-Gamer, aber des Todes. Das X ist so weit entfernt. Oh. Jetzt bin ich tot. Was war das denn? Wie gesagt, ich habe das schon länger nicht mehr gespielt. Und mir geht gerade die Pumpe. Wo bin ich? Wir wurden vorher eigentlich gefoltert, würde ich mal sagen, aber did I get here? Oh. Wir haben ein Handy. Also wir haben kein Geld mehr auf dem Handy. Es
Wir müssen jetzt langsam mal nach Hause, würde ich denken. Lost in the City. Verloren in der City. Also in der Stadt. Teil 1. So, Kapitel 1. Aha. Damit wechselt man. Aha. Ich gucke gerade. Spring geht so. Okay, das ist das. Jetzt muss ich überlegen, wo ging denn hier im Menü? Ja. Menüchen. Tab, genau. Handy. Wo bist du? Komm nach Hause, es wird dunkel. Glaube ich. Wie gesagt, mein Englisch ist nicht so gut, aber unsere Mom schreibt, wir müssen. Wo bin ich? Und wo sind wir? Und wo ich mich halt rumtreibe. Ah, nicht. Gut. Da ich weiß, dass man das Dual-Wheel machen kann. Jetzt kann man das so andersrum machen. Das einfach nur equippen. So. Das ist halt jetzt Dual-Wheel. Nee, geht nicht. Schade. Gut, also wie gesagt, ich habe das schon mal angespielt, deswegen weiß ich jetzt schon, was mit dem Dual-Wheel. Na gut, dann geht's mal auf in das Horror-Kabinett. Ah, da haben wir schon. Can you use drop items? Hier gibt's auch jede Menge Items, die wir finden können. Eine Krähe. Es gibt hier jede Menge Items, die wir finden können. Anfangs nicht so viel, aber mit der Zeit findet man immer mehr. Huch, was war das? Mit Shift kann ich sprinten. Aber auch nicht so viel. Was mit den Sprinten lassen wir erstmal. Ah, mit E ist Aktionstaste. Hier mein Schloss. Mach das mal aus. Ich weiß nicht, ob wir hier Batterie haben oder nicht. Aha, B ist also das, was wir momentan machen müssen. Nee. So. Ja, bei mir läuft im Hintergrund noch eine Kleinigkeit, also nicht wundern, dass der Ladebildschirm jedes Mal da ist. Hier muss ich Licht anmachen. Gut. Wartet mal kurz. Da muss ich kurz mal abhusten, jetzt trinke ich mal noch einen kleinen Schluck, damit das nicht wiederkommt. So, wie gesagt, bei mir ist es gerade ziemlich dunkel. Die spiele ja immer mit Headset. Tür zu. Tür zu. Wir müssen hier halt ein bisschen absuchen. Komm wieder rüber, wenn wir schon. Oh! Uiuiuiuiui. Oh, mit Headset, mit voller Lautstärke ist das ziemlich nervend auftreibend. Nee, ich komme nicht hoch. Nee, war schon an. Was ist das, ey? Gut, komme nicht durch. Ach Mensch, ich will mal Rechtsklick drücken. Also wie ihr seht, ich bin sehr schreckhaft. Gut. Und deswegen spiele ich auch ungern so ein paar Horror-Games. Es geht hier raus. Fahrrad.
Kann man das benutzen? Ach, wieso mache ich ihn aus? Kann man nicht nutzen. Es geht weiter. Der Wind zieht durch die Gassen. Eine Gasse. Ein Fahrrad. Ein Löwenkopf. Okay, hier kommen wir zurück. Das wird ganz schön laut auf den Ohren. Ich stelle mal ein kleines Tickchen nach unten. So, es ist nur minimal, was ich jetzt runtergestellt habe. Es ist trotzdem noch laut, aber nicht mehr so laut, dass ich mein Sprechen nicht mehr höre. Oh, was haben wir hier? Coca-Cola. Oh, da steht noch eine Cola. Die können wir aber anscheinend nicht nehmen. Vielleicht, wenn wir ein bisschen Leben abgezogen haben, vielleicht hilft sie uns dann. Das ist nur eine Gasse. Der Hintergrund wird immer lauter. Nur die Kirchenglocke. Vier. Fünf. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Es ist 7 Uhr. Ich tu mal Akku sparen. Wie weiß, wie lange der halten wird. Da Schritte. Oder ist das eine Uhr? Die kann doch nicht so laut sein. Oh, da kann man nicht kaputt machen. Gehen wir hier rein. Ist wieder Coca-Cola. Ein Computer. Oh. Wie es aussieht, brauchen wir hier ein Passwort. Ein Username und ein Passwort. Vielleicht finden wir die irgendwo. Jetzt müssen wir wahrscheinlich weiter. Das hilft uns hier noch nicht. Der Wind, der zieht durch die Gassen. Was haben wir denn hier? Dora David. Archiv. Jetzt müssen wir das auf den Notizen stehen haben. Ah. Mist. Falsche Taste. Es geht weiter. Die Musik wird leiser. Unforgettable. Die Musik hat. Der Wind hat aufgehört. Doch nicht. Es ist kein Wind. Es muss was anderes sein.
Gut, gucken wir schnell im Computer nach. Nee, war bloß Mülleimer. Cool. Ein bisschen hat sich's gelegt, also. Dora. David. Und. Unforget. Nee. Also muss ich nochmal gucken nach der Schreibweise. Und also mit Doppel-T. Wie gesagt, also bei mir Englisch ist halt, hapert halt noch ein bisschen. Dora David. Ah, was denn? So. Leerzeichen? Nee, ich guck zusammen. David. Unforget. Table. Oh. Bitte was? Hinter mir hat so gerade. Da war einer. Wir sind nicht allein hier. Geil. Jill 3672, das wird der PIN-Code sein, den wir brauchen. Den schreibe ich mir mal schnell auf. 3672. David. Okay. Ach Mist, ich will mal Escape drücken. Gewohnheit. Jetzt mache ich aber Licht an. Heller draußen geworden oder irre ich mich? Wo ist der hin? Ja, das muss der Schein der Stadt. Ich glaube, wir müssen jetzt zurück erstmal. Aber wo ist der Typ hin? Ich halte zwischendurch mal ein bisschen an, nicht, dass uns gleich hier was anfällt. Es ist ruhig. Verdächtig ruhig. Hier waren die Seitenkassen. So viele lauter. Gut. Gut, weiter geht's. Ich hasse es, wenn die Musik aufhört. Diese Tür. Okay, jetzt kommt jetzt wieder so ein Donnerer. Gibt's Ärger. Mittlerweile die Türen auf? Nein. Gleich wieder da. Help me. War das vorher schon da? Nee, oder? Na gut. Also, es war 3. 6. 7. Oh. War nicht hier mal irgendwo Speichergeräte? 3. Aha. Wenn das kommt, dann. Wird gleich was kommen. Flackern das Licht.
Uh-oh. Da steht doch einer. Steht er in einer Tür? Da steht einer in der Tür. Hier können wir speichern. So, gucken, ja. Wenn wir speichern können, geht's richtig los. Das ist der Typ, der uns gerade... Ah, ouch. Was ist das? Ja, dann tritt er sich extra in den Rücken zu. Hier Blut und das war unser Verhängnis gerade. Wir wissen jetzt aber, wir sind nicht allein. Puh. Bisschen gerade geht mir wirklich hier. Die Pumpe ist zwar nicht mehr so doll wie am Anfang, aber jetzt geht schon ein bisschen lustiger voran hier. Von da kommen wir, wa? Ja, von hier kommen wir. Na. Was war das? Ah. Ich glaube, damit können wir uns heilen dann. Eine Infusion, glaube ich. Das ist immer eine Kanalisation wahrscheinlich. Weg. Der hat gerade rumgebackt. Die Musik geht wieder los. Puh.
Und ich würde vorschlagen, wir speichern bei jedem kleinen Scheiß hier, weil... Ja. So. Ich will hier nicht nochmal den ganzen Mist durchmachen dann. Ist das ein Ventilator? Oh, wieder so ein Geheule. Na kommt da. Arsch. Das Messer. Gehen wir lang, wo gehen wir lang? So, jetzt hier durch. Okay, hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir. Oh, ich bin ziemlich schreckhaft. Jetzt habe ich vergessen zu drücken. Kann manchmal nicht. So, wenn er die Treppe hochgeht, dann kann er nicht schlagen. Oh. Hast du mich erschrocken, du Arsch? Jetzt müsste noch einer kommen, oder? Nein. Doch? Nein? Was ist das? Hat oben auf. Das Eisentor wahrscheinlich. Das hat sich jedenfalls so angehört. Eine Tür. Wieder draußen. Kein Speichergerät. Help me, bitte Hilfe. Bitte Hilfe. Sehe, sie kommen. Inside Apartment. Ich bin innerhalb des Apartments. Willst du mich verkackern? Woher hast du meine Nummer? Ich glaube, unser Typ hier, der ist ein Phone-Junkie, hier gibt seine Nummer gerne auch preis. Ja. Ja, nein, 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 nicht runterfallen. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Es geht weiter. Immer noch Ladebildschirm. Na gut, dann trinke ich kurz was, um meine Nerven runterzukriegen. Puh, also bis jetzt. Oh. Der Ort fühlt sich nicht richtig an. Oh nein, der fühlt sich auch nicht richtig an. Vierter Flur. Nee. Vierter.